السلام عليكم ورحمة الله، معكم علي زايد، وهنشرح النهاردة الدرس رقم 45 من سلسلة Wörter und Sätze، كلمات وجمل، والجزء الثاني من الدرس اللي هو بعنوان دي Gefühle. دي Gefühle يعني المشاعر. سبق وشرحنا الجزء الأولاني، وهنحط اللينك بتاع الجزء الأول في الديسكريبشن بتاع الفيديو دوت عشان اللي عايز يرجع للجزء الأول يبقى الموضوع سهل بالنسبة له. وهنا أول سؤال بيقول: Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlst du dich jetzt? يعني كيف حالك الآن؟ إيه هو حالك أو إحساسك أو شعورك دلوقتي؟ Wie fühlst du dich jetzt? الverb sich fühlen. Sich von الverb. Wie fühlst du dich jetzt? يعني كيف حالك الآن؟ Wie fühlst du dich in diesem Hemd? Wie fühlst du dich in diesem Hemd? يعني ما هو شعورك وأنت ترتدي هذا القميص؟ إيه هو إحساسك وأنت مرتدي القميص ده؟ Wie fühlst du dich in diesem Hemd? Sie hegt gegen ihn brüderliche Gefühle. Sie hegt gegen ihn brüderliche Gefühle, يعني تعطف عليه عطفا أخويا. Brüderliche Gefühle, يعني عطف أخوي. Sie hegt gegen ihn brüderliche Gefühle. Sie hat mir den Puls gefühlt. Sie hat mir den Puls gefühlt, يعني جسد نبضي. هي جسد نبضي. نبضي هنا بمعناها هي عرفت أنا جوايا إيه، إحساسي إيه، شعوري إيه. Sie hat mir den Puls gefühlt. Sie hat mir den Puls gefühlt. Er fühlt sich beengt. Er fühlt sich beengt. يعني يشعر بانقباض قلبه. Er fühlt sich beengt. Er fühlt sich beengt. Ich schätze dieses Gefühl. Ich schätze dieses Gefühl, يعني أقدر هذا الشعور. أنا مقدر الشعور ده. Ich schätze dieses Gefühl. Ich habe seltsames Gefühl. Ich habe seltsames Gefühl, يعني لدي شعور غريب. Seltsam اللي هو غريب. Ich habe seltsames Gefühl. Er ist gefühlsroh. Er ist gefühlsroh, يعني غليظ الإحساس. هو عنده إحساس غليظ. Er ist gefühlsroh. Er hat ein Gefühl des Bedauerns. Er hat ein Gefühl. Er hat ein Gefühl des Bedauerns. يعني عنده شعور بالحسرة. Er hat ein Gefühl des Bedauerns. Er hat ein Gefühl des Bedauerns. Er hat ein Gefühl für Schönheit. Er hat ein Gefühl für Schönheit. يعني عنده إحساس أو عنده إحساس بالجمال. عنده هو إحساس بالجمال. Er hat ein Gefühl für Schönheit. Er hat kein Gefühl ihr gegenüber. Er hat kein Gefühl ihr gegenüber, يعني ليس لديه عاطفة تجاهها. Ihr اللي هي. Er hat kein Gefühl. Er hat kein Gefühl ihr gegenüber. Ich fühle mich zu ihm hingezogen. Ich fühle mich zu ihm hingezogen, يعني أشعر أنني منجذبة إليه. Ich fühle mich zu ihm, تجاهه هو, hingezogen, يعني أشعر أنني منجذبة إليه. Ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, ich wollte schreien. Ich hatte das Gefühl, ich wollte schreien, يعني راغلني الشعور بالصراخ. Schreien, يعني يصرخ. Ich hatte das Gefühl, راغلني. Ich hatte das Gefühl, ich wollte schreien. Das hat mir großen Kummer bereitet.
Das hat mir großen Kummer bereitet, yani ahzanani hadha kathiran. Das hat mir großen Kummer bereitet, yani ahzanani hadha kathiran. Das hat er in tiefer Trauer gesagt. Das hat er in tiefer Trauer gesagt, yani qala hadha wa tamlahu mararat al-huzn. Das hat er in tiefer Trauer gesagt. Sie ist zu Tod betrübt. Sie ist zu Tod betrübt. Yani yaqta al-huzn niyata qalbuha. Yaqta al-huzn niyata qalbuha. Sie ist zu Tod betrübt. Sie ist zu Tod betrübt. Sie machte das eher aus Betrübnis als aus Zorn. Sie machte das eher aus Betrübnis als aus Zorn. Yani, عملت هذا وهي يفيض منها الحزن ويملأها الغضب. عملت الحاجة دي وهي يفيض منها الحزن ويملأها الغضب. Sie machte das eher aus Betrübnis als aus Zorn. Sie machte das eher aus Betrübnis als aus Zorn. Er hegte die große Hoffnung, das Spiel zu gewinnen. Er hegt die große Hoffnung, das Spiel zu gewinnen. Yani, له أمل كبير في أن يكسب المباراة. وعنده أمل كبير أن هو يكسب الماتش, يكسب المباراة. Er hegt die große Hoffnung, أمل كبير, das Spiel, المباراة, اللعب, zu gewinnen, يفوز. Er hegte die große Hoffnung, das Spiel zu gewinnen. Ich hege keinen Zweifel darüber. Ich hege keinen Zweifel darüber. Yani, لا يخالجني شك في ذلك. لا يخالجني شك في ذلك. Yani, man nicht eigentlich شك في كده. Ich hege keinen Zweifel, شك darüber, yani في ذلك. الحاجة دي, اللي أنا بتكلم عليه. Mir kamen Zweifel darüber. Mir kamen Zweifel darüber, yani sawaratni shukuk fi dhalik. Mir kamen, yani atat li, kamen, madi, preteritum. Mir kamen Zweifel darüber. Sawaratni shukuk fi dhalik. Sie satzt Zweifel in ihn. Sie satzt Zweifel in ihn. Yani, hiya tashuk fi. Sie setzt Zweifel in ihn. Sie setzt Zweifel in ihn. Zweifelsöhne hat er das gemacht. Zweifelsöhne اللي هي مما لا شك فيه أو بلا أدنى شك أو بلا شك. Zweifelsöhne hat er das gemacht. يعني لقد فعل ذلك بلا ريب. Zweifelsöhne, Zweifelsöhne hat er das gemacht. Das ist außer allen Zweifel. Das ist außer allen Zweifel. Yani, la shakka fi dhalik. Das ist außer allen Zweifel. Das ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist über jeden Zweifel erhaben. Yani, la tatarruq ilayhi ash-shak. Das ist über jeden Zweifel erhaben. Das ließ den Zweifel in mir erwecken. إنه أحيا الشك في نفسي. هنا أول جملة إحنا قلنا معناها تقريبا das ist über jeden Zweifel erhaben, يعني لا تطرق إليه الشك. هنا das ließ den Zweifel in mir erwecken, يعني إنه أحيا الشك في نفسي. Das ließ den Zweifel in mir بداخلي erwecken. Er hat seinen Kopf zweifelnd geschüttelt. Er hat seinen Kopf zweifelnd geschüttelt, yani هز رأسه متشككا. هو بيهز رأسه كده وهو بيشك مش متأكد. Er hat seinen Kopf zweifelnd geschüttelt. Sie hat die Hoffnung in meinem Herzen grünen lassen. Sie hat die Hoffnung in meinem Herzen grünen lassen, yani أينعت الأمل في قلبي. Sie hat die Hoffnung in meinem Herz, fi qalbi, grünen lassen. Eine Art al-amal fi qalbi.
Er hat seinen Unwillen ausgedrückt. Er hat seinen Unwillen ausgedrückt, Jani Osorostio. Er hat seinen Unwillen. Unwillen, leer Willen, leer Rogba, wie Unwillen, leer ist hier. Adam Rogba, Frage, Jani, ist hier ein Schock zum Schirmweit. Er hat seinen Unwillen ausgedrückt. Du solltest alles das nicht zu tragisch nehmen. Du solltest alles das nicht zu tragisch nehmen. Jani, leer, Al-Masala, du Mist, Helde, Elias. Du solltest alles das nicht so tragisch nehmen. Du solltest alles das nicht so tragisch nehmen. Er hat keinen Grund, sich aufzuregen. Er hat keinen Grund, sich aufzuregen. Er hat keinen Grund, sich aufzuregen. ليس عنده ما يبرر غضبه. وبكده نكون خلصنا الدرس النهاردة، وأتمنى لو استفدتوا بأي معلومة وبأي جملة وبأي كلمة من الفيديو يا ريت تعملوا قناة سبسكرايب والفيديو بلايك، وأشوفكم المرة الجاية درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.